Na, damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5 Story Mode. Und in der letzten Folge haben wir schon unseren Kindern mal so eine richtige Lektion erteilt. Ja, unsere Tochter vor den Pornos gehindert und unser Sohn weiter schön genervt, indem wir den Fernseher zerstört haben. Und bevor wir weitermachen mit der Heist-Mission, werden wir hier meine Bonus-Mission machen. Ich glaube, das ist sogar das mit den Therapeuten, weil der war ja irgendwo hier am Beach. Da war ja auch das mit Franklin und Lema. Als ob ich das... Ich kann das Auto einfach nehmen, ohne dass ich da irgendwie einbrechen muss oder sonst irgendwas. Ich kann es halt einfach nehmen. Ja, aus dem Weg mit euch. Ja, jetzt sind auf jeden Fall unsere Kinder richtig genervt drauf. Kann ich verstehen, so in deren Alter. Aber ich kann halt auch Maike verstehen. Der möchte halt mehr mit seinen Kindern machen, aber das habe ich schon in der letzten Folge gesagt, deswegen wiederhole ich das jetzt nicht nochmal. Wenn ihr das wegen... Ich kann nicht mehr reden. Wenn ihr das sehen wollt, guckt einfach die letzte Folge nach. Ist alles in der Playlist, die in der Videobeschreibung auch da ist. Junge. Nee, das sind bestimmt... Das ist bestimmt nicht der Therapeut. Kann ich den anrufen? Eigentlich? Ja, ja, Lester, ich kümmere mich später darum. Kann ich, mein Therapeut. Da. Da ist er doch. Hallo, ich würde gerne bitte wieder zu dir hin. This is Dr. Isaiah Friedlander. I can't come to the phone Natürlich right now. If you've been trusted with nicht. The premium rate emergency line, call it now. Not now. Make it quick. You're eating into my cardio. Message for me, get off your fat ass. See, this exercise stuff's about as relaxing for you as it is for my wife. No, I don't want to sleep with you, and no, I don't care that I'm 39 and single. It doesn't worry me a bit. Easy. I'm not stressed out at all. Now go fuck yourself. Are you okay? Yes, I'm okay. Just fuck you. All of you. I'm on a run. Well, you seem a little upset. I could still run you into the fucking ground. Okay. Hey. I played high school football, all right, sweetheart? All-state, QB. Whatever. Just don't have a coronary. Let's go! Ist das Michaels Art, Frauen zu klären? Aber die ist echt ein bisschen... Okay, ma'am, boo, richtig am Arsch. Sie kann auch chillen. So ist es nicht. Auch kann ich runterspringen. How much gear do you... It's running. How much gear do you need? I feel like I'm being chased by my creepy uncle. Ich musste gerade so lachen, wie sich Maike vorher auf den Zaun geschmissen hat. Ey, das tat aber übelst weh bestimmt. So richtig Bauchklatscher. Bruder, Maike ist einfach Sprinter. Der könnte bei der Olympic mitmachen und der würde wahrscheinlich richtig gut sein. Aus dem Weg mit dir. Klappe. Du bist scheiße. Biss dich. Sorry. Der stand mir im Weg. Weg mit euch. Oh fuck, die kommt näher. Was für disqualified? Gib dir gleich disqualified. Endspurt, scheiße. I thought I had issues, but you, you give me hope. I own you. Meine Puste geht richtig weit runter. Right near here if you wanna Aber da ist das Ziel, komm. Yeah, schneller, schneller. Jawohl. Haben wir die Tante ausgetrickst. Not too shabby, huh? Totally null and void. I'd have annihilated you if you hadn't taken that shortcut. Yeah. Whatever gets you through it. Oh, my chest. Fuck me. Screw you!
Hey, nicht einfach weg. Gehen. Boah, ich hätte jetzt so Bock, die zu erschießen. Aber leider ist sie schon komplett weg. Also, schon alle. Außer alle Berge. Sagt man das so? Naja, auf jeden Fall. Machen wir jetzt die Heist weiter. Darauf habe ich jetzt Bock. Guck mal, dieses Auto muss ich irgendwie einbrechen, aber bei dem anderen ging's. Boah, ist aber eine richtig geile Karre. Betäubungslieferung gehen alle 2 Stunden zu Alice X. Fangen eine ab und klauen den Transporter. Ja, ja, gleich alles, Lester. Lass mich nur kurz zum Aufenthaltsort gehen. Oh mein Gott! Dieses Auto ist so am Übersteuern. Ach, Junge, immer Copyright-Musik hier. Nervt mich. Muss da immer aufpassen. Oh, oh, oh. Junge, dieser eine. Der eine Motorradfahrer, der wurde gerade wirklich aus seinem Leben gekickt. Im wahrsten Sinne des Wortes, ey. Komplett weggekickt. Ja. Alter, du mit deinem ekelhaften Ferrari, Alter, geh weg. Oder ich kann mir leider keine Karren mehr leisten. Ich muss da sparen für meine. Für diese Sache, ja. Weil ich habe ein Haus zerstört. Obwohl, es war kein Haus, es war ein Apartment. Und Maike müsste wahrscheinlich mehr als dieses Haus bezahlen. Er muss wahrscheinlich alle Autos, die er die ganze Zeit hier anrempelt, auch noch mitzahlen. Aber das ist ihm wahrscheinlich scheißegal. Er wird auch nicht mehr beachtet vom Staat, weil er ist ja eigentlich schon tot. Eigentlich. Ich weiß zwar nicht, wie man einen Sniper-Schuss in der Brust überlebt, aber Maike ist ein Wunderkind. Hätte ja mit diesem Geld ja auch, wie gesagt, sein Haus bekommen. In Los Angeles. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht, Maike. Ich weiß es einfach nicht. Manche Leute fahren wie die größten Penner. Gott, hier ist der Ort. Hier sollen wir hin. Ach, hier. Backstairs. Gut, moin, Jungs. This is private property. Move along, please. Weißt du was, das juckt mich gar nicht. He's got a Mr. Security! Yo! Hey, Security! Fuck! Ich wollte ausprobieren. Wie oft will ich es noch sagen? Die Cops verfolgen mich doch schon. Okay. Ich habe jetzt die Cops hinter mir, aber die kriegen wir schnell weg. Es sind nur 2 Sterne. Also das wird ja noch was. Ab 3 Sternen bekommen wir einen Helikopter. Und ab 4 Sterne ist, glaube ich, auch schon das SWAT am Start. Gibt's ja hier in LA. Und ab 5 Sternen kommt dann das Militär. Was ist jetzt passiert? Maike hat die Mission abgebrochen. Hä? Was? Ich musste doch da weg, wegen der Polizei. Okay, klau einen Bugsters Transporter und liefer ihn ab. Aber wie soll ich denn das machen, wenn die direkt die Bullen rufen? Vielleicht einen so lautlos umbringen und dann die Kleidung so klauen, wie bei Hitman. Ich weiß nicht, ob das Spiel möchte. Ah, warte mal, ich könnte ja außen rum gehen. Warte. Oh, hi, Bullen, kann ich euren Wagen? Bitte? Stell mal vor, ich... Hey, Bodi, ich klau mal deinen Wagen. Junge, das juckt den gar nicht. Okay. Ja, sorry.
Na gut, dann klauen wir so. Oh, 911, bringt dir nichts. Wieso? Und tot. So, dann nehmen wir gleich hier den. Hänge die Bullen ab. Okay, so kann man es auch machen. Fahr. Nein, wieso ist die Tür noch offen hinten? Oh, verdammt nochmal. Boah, der eine, der ist recht schnell. Aber kein Problem für Maike. Ich muss hier kurz mich durchschlängeln. Generell sind die Cops eigentlich in diesem Spiel recht einfach auszutricksen. Man sieht ja immer diesen Bereich, den sie haben, wann die einen entdecken. Den kann man eigentlich sehr gut hintergehen, sag ich mal. Spawnen zwar immer welche nach, aber es ist halt auch recht einfach, die auszutricksen, weil man sieht direkt, wo die kommen. Schlimm ist, wenn dann noch so ein Helikopter da ist. Ey, da musst du ja auf so viele Sachen aufpassen. Geil ist natürlich immer so ein Tunnel zu benutzen, denn da finden die einen immer nie. Oh, du kleine Wichser. Und hier wieder Copyright-Musik, echt. Kotzt mich an. Kann in einen Wagen mal gar keine Musik laufen. Das stört meinen Content. Kurz das Schild mitgenommen. Wir fahren wahrscheinlich gerade zu Leicester. Um den Wagen abzuliefern. So, da habe ich ihn. Bitteschön. Oh, ich habe noch die Waffe, warte mal. Ja, weiter. Pack die Waffe weg. Meine Güte. Okay. Was müssen wir als nächstes machen? Wir müssen jetzt wieder irgendwo ganz weit weg. Bin mal gespannt, was wir jetzt machen müssen. Ah, wir rufen kurz Lester an. Hey Lester, we got a pest control van. Good. Now we just need the knockout gas. I'm on it. Ah, stimmt, wir brauchen ja noch das Betäubungsgas. Und das bekommen wir wahrscheinlich dort hinten. So, ich muss mal kurz hier mir den Wagen nehmen. Wenn das euch so in Ordnung ist. Wer schreit denn hier? Du hast nichts gesehen. Gut. Dann nochmal ein bisschen Gas holen. Um sie zu vergasen. Gas. Aber ich hab doch schon Gas. Weil ich gebe ja die ganze Zeit Gas. Oh mein Gott, der war so schlecht, Alter. Oh. Ich muss da noch eins weiter. Hier rüber. Auf die Autobahn. Auf die A30. Ja, aber das ist hier schon. Ach, auf der Brücke oder was? Schieße die Türen auf der... Was? Auf oder zerstöre den Transporter an die... Wo ist denn der Transporter? Jetzt ist der schon an mir vorbeigefahren. So, Jungs. Ich muss hier lang fahren. Das tut mir leid. Hier kann ich direkt rüber. Ach, hier. Einfach auf die Reifen schießen. Walk away, you idiot! Oh, I see you. Bruder, hör auf noch reinzufahren. Give it up. Jetzt fahr weg. Okay. Come on, I'm an amateur anesthesiologist, okay? Ah, kack, LAPD. Jetzt verfolgt mich die auch noch. Verpiss dich! Weg von der Straße! Jetzt versucht er mich hier auch noch wegzudrängen.
Jetzt! Alter! Geh doch mal weg! Ja, fahr bitte irgendwo gegen. Schnell in das Medical Center. Ich brauche Unterstützung. Die korrupten Bullen verfolgen mich. Ich wollte doch nur einen Van klauen. Oh. Ach, hier geht's aber auch gar nicht weiter. Scheiße, ich bin in der Sackgasse. Ja, geil. Obwohl, sie finden mich gar nicht. Jetzt hier einfach warte. Ich steig so aus. Verstecke ich mich hier einfach. Ganz leise, Michael. Oh. Bitte guck nicht in meine Richtung. Nein! Drei Sterne habe ich jetzt. Nein, holt bitte nicht den Helikopter. Ja, geil. Okay, es war doch schwerer als ich dachte. Wieso musst du auch direkt die Bullen anrufen, nur weil ich seinen Wagen erschossen habe? Okay, ich quetsch ihn einfach. Da müssten, glaube ich, nicht direkt die Bullen kommen. Weg mit euch. Einfach am rechten Rand zu fahren. Erstmal sich über die anderen beschweren. So ein richtiger Egoist. Ah, da ist er ja. Warte. Okay, nicht schießen. Nein, Michael, nicht schießen, sonst rufen die gleich die Bullen. Mann, gib doch mal Gas, Michael. Nein, 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 nicht zurück zur Route. Fuck, Alter, die sind intelligent. Oh, jetzt gib Gas. Die müssen wir kriegen. Noch ein bisschen Schwung hier rein. Schön auf den siebten Gang. Ja, und... Bam! Schön in die Ecke drängen. Ja. Musst du irgendwo so ein... So eine kleine Kante sein, wo ich den dagegen stoßen kann. Boah, er lenkt sogar dagegen. Komm, wir fahren einfach die Route. Nee, das verhindere ich. Was willst du machen? Schnell, stopp ihn. Danke, stopp ihn. Ja! Ich hab's geschafft. Jawohl. Als ob ich dann trotzdem noch gewonnen habe. Hey, ich hab dich nicht erschossen, also sei froh. Bruder, jetzt haben die hier eine Straßensperre gemacht, Alter. Okay, ich muss hier hoch. Fahr, Maike. Wir sind genau hinter dir. Gib doch Gas, bitte. Ja, geil, jetzt habe ich zwei Sterne. Drei. Nein. Wie konnte das passieren? Ey, wie soll man aber auch mit dem Wagen entkommen, wenn der so lahmarschig ist? Nein, da bin ich nicht. Jetzt kommen die mit Helikoptern oder so. Ich bin nicht hier. Ja, das ist gut hier. Schicken wir uns einfach hier hinter. Masterplan. Niemand findet mich hier. Oh, bitte Sterne, geht weg. Oh nein, sie kommen. Scheiße. Komm, mach doch schneller. Fuck. Jawohl. Das hat geklappt. Ich darf jetzt aber nicht die Bullen crashen.
Denn wenn ich die einmal ancrashe, dann bekomme ich Sterne, was so bescheuert ist. Ich finde es so dumm. Aber okay. Da müssen wir halt ein bisschen geschickter fahren. Gut, dann habe ich auch noch den Gaswagen. Lecker, lecker Gas. Damit werden wir jetzt sehr schöne Dinge machen. Ich hoffe, unser Team, das wir ja angeheuert haben, wird auch den Job gut machen. Und nicht irgendwelche Scheiße machen. Gut. Nur noch hier den Highway runter. Ach, das ist kein Highway. Ich dachte gerade, das wäre ein Highway. Ja, manchmal bin ich echt ein bisschen blöd. Hat der gerade Spanisch geredet mit mir? Hallo? Das ist L.A. und nicht Mexiko. Ach, jetzt habe ich auch noch die Ausfahrt verkackt. Ja, Pech gehabt. Für dich ist rot. Okay, Lister hat schon den anderen Wagen weggefahren. Hey, Lest! I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. Nice! Dann werden wir uns in der nächsten Folge sehen bei der Heist.